Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das ist Michelle und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir mal wieder den Trashosaurus hier angeliefert bekommen und ich habe mir Unterstützung geholt, weil das ist einfach so ein krasser Oschi mittlerweile. Wahnsinn! Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Michelle, möchtest du dich vorstellen? Ja, hi, ich bin Michelle, ich bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Claudi und bin heute hier als Unterstützung und mal gucken, was mich erwartet. Mal gucken. Dieser ganze Tisch steht hier gerade voll mit Kartons und bevor wir lange vor uns hinquatschen, starten wir einfach mal. Ich habe hier eine Hose drin, das ist so eine Wanderhose. Ich weiß gar nicht, wer von den Mädels es reingepackt hat. Übrigens, wir machen das Trashosaurus Trashy Paket mit ganz vielen wundervollen YouTube- und Instagram-Mädels, die ich euch alle in der Infobox mal verlinke. Also schaut da gerne vorbei. Und die liebe Nicole hat auch so eine Playlist erstellt, die kann ich euch hier oben mal verlinken. Da sind nämlich alle Videos aufgeführt. Genau, Hose. Brauchst du eine Hose? Ich brauche keine Hose. So schön wie sie ist, ne? So eine schöne Anzugshose. Aber leider nein, leider gar nicht. Wir haben das alle so schön in so Boxen drin, ne? Mein Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Kram hier. Also hier habe ich so eine Ultra-Sensitive Urea Tagescreme. Die hätte ich tatsächlich damals gebraucht, vor ein paar Wochen, als ich hier meinen Rampampam hatte. Mittlerweile brauche ich die so nicht mehr. Ist das was für dich? Tatsächlich benutze ich nur die, weil das die einzige Creme ist, die ich vertrage bei meiner sehr empfindlichen Haut, die ich habe. Dann gönn dir hart, ne? Das ist die, die ich immer hole. Ja, das passt ja. Ich habe hier von Max & More ein Make-up-Fixing-Spray. Das ist, glaube ich, die Eigenmarke von Action. Das habe ich auch schon mal gehabt. Das ist tatsächlich auch ganz gut. Ich habe eins von Jeffree Star. Oha. Und da schwöre ich leider drauf. Deswegen ist das nichts für mich. Alverde Hautbildverfeinerer. Also Alverde und ich, also Naturkosmetik, da passe ich tatsächlich. Das ist nichts für mich. Nee, ne? Secret Sackenteuer. Essential Moisture Face Cream for Normal to Combination Skin. Also das ist eine mega krasse Marke, super teuer. Ich glaube, die gibt es in der Mia-Box öfters mal. Aber nee. Ich habe hier ein Skin Nature Hyaluron Rich Cream. Immer sehr trockene Haut und wie gesagt, sehr empfindliche Haut. Deswegen bin ich mit neuen Produkten, was das angeht, immer sehr vorsichtig. Deswegen gebe ich das mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich bei Skin Natur noch den Code habe. Claudi 10 war das mal. Müsst ihr mal gucken, ne, ob ihr den noch hinkriegt. Weiß ich nicht. Clinique ist auch eine geile Marke. Das ist eine 7-Day Scrub Cream. Hatte ich mal, finde ich, zu wenig. Und mittlerweile verwende ich halt auch einfach keine mechanischen Peelings mehr. Also ich benutze nur noch so Enzym-Peelings oder so Säure-Peelings. Stimme. Ist das was für dich? Da bin ich auch raus. Ich bin immer so vorsichtig tatsächlich. Ich habe hier von Sukin Hydration Biomarine Facial Serum. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool. Aber ist auch wieder sowas, wo ich sagen muss, muss ich leider passen. Alter, wir brauchen hier bestimmt 5 Stunden. Aber ich glaube, so ein langes Video ist auch gar nicht mal so verkehrt auf meinem Kanal. Gibt es ja so wenig von mir. Ja, kommt klar. Ja. Vichy Aqualia Thermal. Das ist eine reichhaltige Gesichtscreme. Gibt es so in der Apotheke und so. Clinique, ein Dramatical Different Moisturizing Lotion. Dings. Aber auch da bin ich raus, wobei ich sagen muss, Clinique ist ja prinzipiell eine coole Marke. Ich habe auch schon mal Make-up von Clinique gehabt, das habe ich auch ganz gut vertragen, aber auch da bin ich wieder raus, leider. Ja, ich glaube, die Skincare-Box ist auch nicht so ganz was für uns, ne? Nee, dafür sind wir zu sensibel. Ja, wir sind zu sensibel, wir sind voll die Sensibelchen, ja. Wein. Yves Rocher Anti-Age Global, wunderschön, ne? Das ist so ein Serum. Also ist hübsch, definitiv, aber ich habe echt mittlerweile eine gute Hautpflegeroutine und da bin ich halt raus, aber es ist geil. Ja, Anti-Age, das ist immer. Brauchst du noch nicht bis 25? Ja, ich glaube, es gibt auch ein Limit. Ich habe mal letztens irgendwo einen Artikel gelesen, wo man, oder wo stand, dass man wirklich erst ab einem gewissen Alter Anti-Aging-Produkte benutzen sollte. Aha. Ja. Wann ist dieses Alter? Ich glaube ab 30. Meinst du? Nicht, dass du alt bist? Nein, nein, ist okay. Hat sie verstanden. Au, mein Herz. Wie muss ich gehen? Ja, war schön mit dir. So, kann ich meinen Kaffee nur mitnehmen? Ich habe von Madara Organic Skincare eine SOS Hydra Recharge Cream. Ist halt auch wieder raus. Ja. Das hier war in so einer Goodiebox, war das mit drin, von Rönnsbøl Denmark Day Cream mit Lichtschutzfaktor 15. Es ist mir zu wenig Lichtschutzfaktor und es ist wieder halt, ne, ich habe genug Skincare da tatsächlich. Ja.
Und dann nehmen wir hier mal das letzte einfach raus. The Cure Vitamin D Barrier Drops. Auch das ist, glaube ich, in der Box drin gewesen. Ja, nee. Das ist halt so ein Serum mit Vitamin D. Okay. Ja, Vitamin D ist quasi das, was wir jetzt durch die Sonne ja nicht bekommen, weil die Sonne ja zu tief steht mittlerweile, ne? Ah, da bin ich auch. Kaffeepause. Ich bin ja angefahren, hallo. Ja, ich wollte gerade Rollstühle sagen, aber das ist noch nicht so mein Alter. Close enough. Close enough. Wir haben ja die nächste Box. Das ist eine, hier steht Snackbox drauf, vernasche die Welt, aber ich glaube, hier ist was anderes drin. Mist. Ja, wir haben ja aber auch was zu essen tatsächlich noch. Die habe ich. Ist halt, das ist A Perfect Cover BB Cream von Misha. Das ist die Nummer 13. Ich glaube, ich habe die in der Nummer 11 oder so. Ich glaube, ich habe die in heller. Weiß ich aber nicht. Das ist BB Cream? Ja. Mal schauen. Gucken wir mal, was sie bringt. Und Sammy so, ich will auch. Ja, Sammy, ist für dich auch gut, ne? Ist für dich, glaube ich, leider ein bisschen dunkel. Oh, die ist aber sehr reichhaltig. Verträgst du das? Ja. Dann probiere ich das doch mal aus. Ich glaube, die ist uns beiden zu dunkel. Love, Love Time, Age Hour, 18 Hour, Long Lasting Foundation. Was ist denn für eine Farbe? Rosy Touch. Ja, das könnte merkwürdig werden. Das hier haben wir von Rival de Loop, Sweatproof Caring BB Cream. Das ist so ein Ding, was sich halt quasi dem Hautton anpasst. Ich finde, sowas ist vielleicht ein Primer-Ersatz oder sowas. Aber... Nee, da bin ich auch raus. Ich habe hier von Balea ein pflegendes Sea Salt Spray. Oha. Ich glaube, das ist auch voll gut, wenn man so Beach Waves haben möchte. Aber da bin ich raus. Habe ich tatsächlich schon ein paar Mal ausprobiert, aber bringt bei meinen Haaren irgendwie nichts. Sie sehen danach sehr trocken aus. Rival de Loup Pure BB Cream. Auch das ist halt wieder so ein Hautton anpassendes Vieh. Das ist doch ein Vieh. Das ist kein Primer, das ist keine Foundation. Das ist irgendwie so ein Zwischending. Das ist nichts für mich. Das muss ich auch mal lernen hier. Ich habe hier eine Rescue Me Nourishing Hair Mask. Lavish Me, achso, oh. Mit Vitamin E und Keratin. Klingt ganz cool tatsächlich. Keratin ist ja immer sehr, sehr gut für die Haare. Und Vitamin E ist das Schönheitsvitamin. Ma. Dann glaube ich, probieren wir es mal aus. Schönheit kann ja nicht schaden, ja, ne? Das stimmt. Brauchst du aber nicht. Ach, na. That's why I'm here. ich habe ein Deo von Yo Lea von Botany Tropic Deodorant. Paradiesischer Duft. Wollen wir mal schnuppern? Oh ja. Das war jetzt voll woanders hingesprüht. Ich riech nicht. Nicht? Ah doch, jetzt kommt's. Oh, na, riecht nach einer Frauenumkleide. In der Sportumkleide. Aber das erinnert mich an irgendwas. Irgendwie versetzt mich das voll in meine Kindheit zurück gerade. Möchtest du deine Kindheit haben? Nein, danke. Also nicht, dass ich keine gute Kindheit hatte, aber das riecht total super, aber... Ich glaube, ich gönne mir das. Mit Deo bin ich manchmal tatsächlich auch wieder raus. Ich habe hier von I Love Revolution Tasty Peach ein Mattifying Primer, Priming Spray. bei Mattifying bin ich immer raus. Ich auch. Weil... Da sehe ich einfach nur, ja, okay hier am Ende mit aus. Ja. Ich habe schon immer sehr trockene Haut gehabt und deswegen nehme ich eher so, dann nehme ich so Primer, der so ein bisschen auch frisch macht. Deswegen. Feuchtigkeit, da. Glow. Genau. Hau rein. Richtig, Glow, glänzen. Ne? Heller Schein als die Zukunft. Hier habe ich so ein Vieh auch wieder von Lavish Care Ocean Mist Hairspray. Auch das ist halt wieder Vitamin E und Natural Sea Salt. Ne? Auch wieder so ein mach mich schön Ding. Aber ich style meine Haare nicht. Nee, bei Sea Salt bin ich auch raus. Nee, ja. Ich habe hier von Nao Bay Natural and Organic eine schützende Haarmaske für Volumen. Auch da bin ich raus, weil ich habe von dir letztens so ein Spray gekriegt für die Haare, so ein Volumenspray. Das riecht immer ein bisschen nach Wald, das mit Kamille und so. Ach. Aber das ist der absolute Knaller. Echt? Ja. Das ist mega gut und deswegen bin ich da auch raus, weil ich habe ja jetzt was. Ja, so ein Shampoo, ne? Volumen und Glanz für feines, kraftloses oder plattes Haar mit Reisprotein und Vitamin B6. Fun Fact, ich hatte auch von diesem My New Hair Gedönsen schon öfters Produkte da und mittlerweile verwendet sogar mein Freund diese Marke. Also eine ganz gute Marke eigentlich, ne? Ich glaube, das packe ich uns mal zur Seite. Also entweder werden wir das verwenden oder es kommt halt in die Grabbelkiste, weil nächsten Mittwoch kommen die Mädels vorbei und dann wird eskaliert. Ja. Ich habe hier von Hair Doctor einen Too Faced Thermo Conditioner. Das ist gut. Hier. Nimm mich. Nimm's auch. Ilse Jakobsen.
Die Ilse. Ah, das ist Lichtschutzfaktor. Nö, also 15 brauche ich jetzt echt nicht. Das ist mir ein bisschen wenig, ne? Also 50 plus, das ist schon so meine Welt. Ja. Ich habe hier von DM, von Mivolis, ein Kopfschmerz-Roll-On. Das macht man in den Nacken, glaube ich. Ne? Nacken, Stirn und Schläfen. Hm. Da habe ich tatsächlich einen von Rituals. Von die hat nur bei Rituals gearbeitet, ne? Ja, das ist, und von damals habe ich tatsächlich immer noch Produkte. Und das war, glaube ich, Ritual of Dao, die grüne Serie. Aber ich glaube, die heißt jetzt auch schon wieder anders. Karma? Ist das jetzt Karma? Karma, ich Baby. Ich bin nicht mehr drin, tatsächlich. Und deswegen, also ich bin damit gut zufrieden mit Minze und so. Und deswegen bin ich raus. Ein Magic Mousse Shampoo, auch von Herr Doktor. Ja, das bleibt hier auch, ne? Oder brauchst du ein Shampoo? Nee, Magic Mousse ist ein bisschen, weiß ich nicht. Spacey. Spacey ist das benutze ich dann vor der Arbeit und dann geht's schief und dann ist vorbei. Hier habe ich von Essence ein Hello Good Stuff Face Primer. Ah, das ist mit Hanf und sowas. Ja. Nö. Da bin ich auch raus. Also ich glaube, sowas wäre doch mal was für dich, oder? Knight and Wilson für dich, deine blonde Freundin, Color Freedom. Ne? Einfach mal so Michelle mit roten Haaren sehen. Oh wow, absolute Katastrophe. Ja. Hatte ich in der 10. Klasse kurz vorm Abschluss. Jetzt so? Und am Ende sah ich dann aus wie Christiane F. Weil es so rausgewaschen war. War nicht ganz so cool, aber okay, lassen wir lieber. Super Blow Dry Cream von L'Oreal Elvital. Ja, das ist halt auch wieder Vitamine, Rizinusöl, Leave-In, Föhn, frischen Styling. Ich style meine Haare nicht. Nee, ich benutze das Shampoo, dieses Creamless tatsächlich. Das ist auch mega. Nee. Percy and Reed. Ein Wonder Balm. Ich glaube, das ist dann. Ist das für die Haare? Ja, da steht zumindest Hair drauf. Ja, aber nö. Was ist denn hier drin? Ja, kannst du mal gucken. Schleifchen. Guck mal, Schleifchen und. Oh! Für den Adventskalender. Ich habe hier so ein paar Bänder. Und wo? Oh. Und Säckchen. Die Mädels haben Säckchen in Säckchen gepackt, weil ich mal gesagt habe, Säckchen nehme ich immer ganz gerne. Weil wenn ich Verlosungen mache und so, dann packe ich gerne die Produkte in Säckchen. Dann fusseln die nicht so in den Kartons rum. Ja, dann hier. Ja, das behalte ich auch. Aber meins. So, hier, da ist aber dann noch Bändchen auch noch mit. Wichtig. Das hier ist eine ganz witzige Geschichte. Da hat nämlich eine von uns, die liebe Nicole, als diese Cosmopolitans rausgekommen sind, wo MAC Lippies drin sind, in der Farbe Kinda Sexy, ist sie losgegangen und hat für uns alle so eine Zeitschrift geholt. Ne? Voll geil. Also, weiß ich nicht, möchtest du eine davon? Weil ich habe den. Oh, dann nehme ich gerne eine mit. Ja. Da ist nur ein Tiegelchen drin, was ist da? Achso, einfach nur ein Tiegelchen von MAC, oder? Ja, da kannst du, glaube ich, mit Back to MAC gehen und wieder irgendwie dann was anderes oder so. Keine Ahnung. Irgendwas ist mit diesem Tiegel los. Ich weiß nicht, ob man sich da was reinfüllen lassen kann oder so. Achso. Schreibt das gerne in die Kommentare, falls ihr das wisst. Irgendwas ist auf jeden Fall mit diesem Tiegelchen. So. Oh, süß. Eine kleine Tasche. Oh, ein Portemonnaie. Süß. Aber ich finde, dass da einfach zu wenig Platz ist. Das stimmt. Ich meine, mein Portemonnaie fällt auseinander, tatsächlich. Aber mein nächstes Goal ist ein Portemonnaie, wo ich mein Handy mit reinstecken kann. Dein Handy? Ich bin ja so, ich muss immer mein Handy irgendwie dann ins Portemonnaie stecken oder so. Aber dafür gibt es Handtaschen. Aber ich benutze keine Handtaschen. Ich habe einen Rucksack. Hart. Hart. Und den Rucksack habe ich auch schon Jahre. Krass. Aus New York. Next. Auch wieder was von My Little Box. Ist auch wieder so ein kleines Portemonnaie. Habe ich auch da. Also das ist mir einfach zu klein, ne? Süß eigentlich. Ich weiß nicht, wenn man mal... Ach, guck mal, das ist gar kein Druckknopf. Das ist einfach nur... Ein Reinsteckknopf. Das ist eigentlich ganz süß für, wenn man feiern geht oder sowas. Ja. Willst du mal wieder feiern gehen? Ich gehe Samstag feiern. Ich bin geimpft. Vollständig. Ja. Aber dann passt ja der Impfausweis da wieder nicht rein. Ja, wieso nicht? Oder? Passt der da rein? Kannst knicken. Kannst du knicken. Ja, aber ja, nee. Das hier sind Karten und so und unsere Adressen. Das ist immer. Wir schreiben uns alle gegenseitig Karten, ist das nicht süß? Oh, das ist süß. Ja, ne? Love and Lou, Some Good Contouring Powder. Bin ich raus, weil. Also, abgesehen davon, dass ich Contouring nicht kann, habe ich einen Stift von NYX. Oder NYX? NYX. Und damit komme ich ganz gut klar, deswegen bin ich bei Puder raus. Den habe ich, der ist gut. Okay. Avon True, das sind auch so Bronzing Pearls, die habe ich auch selber da, die sind gut. Huch, die fusseln hier so durch die Gegend, ne? Also ich mag die, aber du magst ja sowas nicht. Nee. Eine Handcreme von Merci Handy, Love and Handcreme.
haben wir gerade schon drüber gesprochen, bin ich ja raus, weil ich Cortison für meine Hände leider nehmen muss. Ja, hart. Das Puder habe ich, das habe ich letztens, habe ich das nicht sogar leer gemacht? Oder ist es in meiner, ich weiß es selber nicht. Kia T. London Extraordinary Translucent Loose Powder, das hatten wir öfters mal so in Boxen und so drin. Es ist süß, es hat Sternchen drauf, ne? Aber ich habe, wie gesagt, schon eins da. Kann ich euch aber echt ans Herz legen, Leute. Das ist wirklich klasse, um so unter den Augen zu setzen. Und das ist noch einfach mal neu. Läuft. Aus deinem Puder? Nee. Ah, von Style Glossy Box Blush. Den habe ich auch. Mhm. Den finde ich auch total niedlich, weil der auch so ein kleines, so eine kleine Quaste hier mit drin hat. Total. Ja, voll süß. Benutze ich auch zu Hause, aber wenn ich irgendwie Rouge benutze, dann meistens irgendwie bräunlich. Okay. Den nur zwischendurch, aber der ist gut. Wirklich. Muss ich sagen. Ich muss den aber rausnehmen, weil ich ihn reingetan habe, weil ich den nicht so gut fand. Oh ey? Ja. Bronzer, Caponzer von Rimmel London, der ist mir zu dunkel. Ja, Maxi Bronzer Sun Gedönsen, also da kann ich ja mein Leben mit bronzen. Alter, ist der groß. Also hübsch, ne? Dieses Pressing da drin ist wirklich hübsch. Aber leider nein. Meinst du nicht? Nee. Ich habe hier eine schöne Eyeshadow-Palette von Mimi. Mimi? Mimi kenne ich nicht. Voll süß, spiegelt auf jeden Fall gut. Oh, sind echt süße Farben. Also, die Erdtöne und sowas. Sehr neutral, ne? Ja, finde ich echt niedlich. Aber auch da bin ich wieder raus, weil ich habe so viele Eyeshadow-Paletten zu Hause. Und ich benutze eigentlich nie Augen-Make-up tatsächlich. Und ich habe so viele Eyeshadow-Paletten, deswegen... Nee. Ja. Du hast wahrscheinlich schon alle Farben einmal irgendwo rumliegen. Bestimmt, ja. Von Essence, den Blushleiter Gradient Power Blush. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den noch habe oder nicht. Also ich nehme den mal raus. Der soll nämlich mega sein. Aber ich muss ihn mal testen. Schön ist er. Ne, weil ich bin ja auch so ein helles Häutchen. Oh. Ah, der hat aber... Nee, warte. Nee, den nehme ich mir nicht raus. Der hat einen süßen Farbverlauf. Ja, der hat einen süßen Farbverlauf, aber der hat auch einen süßen, groben... Oh, wow. Ich hätte auch so machen können, ne? Ja. Der sieht ganz schön aus, aber der glitzert auch ganz schön. Ich weiß nicht, das ist hart. Ja, schwierig. Hart. Ne? Ich habe hier eine Foundation von XX Revolution. Oha. Packaging finde ich prinzipiell eigentlich ganz süß. Könnte auch irgendwie ein Parfüm von MAC sein, ja. Finde ich tatsächlich. Das wäre mir, glaube ich, auch zu hell. Ich weiß nicht, möchtest du mal schauen? Ich glaube, die habe ich. Also ich glaube, genau die in der Farbe, oder ist das sogar meine, die ich rein... Nein, das ist FX03. Die ist sehr, sehr hell, ne? Ist mega hell. Wow. Wow, Hammer. Für meine... Also ich bin eigentlich auch sehr hell, aber das ist mir zu hell. Ja. Ich hätte gerne ein Taschentuch. Ja. Ich habe hier so Ölzweckreinigungstücher. Jo, nehme ich. Ich als Mutti habe keine Feuchttücher dabei. Cool. So, das habe ich auch im Backup, das ist gut. Also weißelt ein bisschen, aber Madame ist Blassnase schlechthin. Also von daher geht es bei mir klar. Ich darf nur keine Fotos von mir machen mit Blitz, weil dann ist Eskalation pur. Ne? Dann sehe ich aus wie... Ja, ich habe das auch. Mhm. Camera Powder True and Lucious. Das wurde ja mal in der Glossybox angepriesen. Sammy sitzt gleich auf meinem Schoß. Jetzt das ist halt quasi extra, du kriegst es nicht auf. So ein Ding ist, was quasi nicht weißelt, aber es weißelt hart. Huch. Ja. Ja. Ich habe hier von Manhattan Clear Face ein 2-in-1 Puder and Make-up. Das kenne ich noch von früher. Das ist gegen Pickel und sowas. Mhm. Das habe ich auch ganz lange benutzt, aber da hieß das, glaube ich, noch anders. Oder heißt es jetzt anders? Eins von beiden auf jeden Fall. Aber das ist auch nicht so meins. Das war auch früher schon nicht so meins, weil das sehr trocken aus. Also meine Haut sieht danach sehr trocken aus. Ja, stimmt. Kurz versorgen. Brauchst du gleich einen Tee? Mit Honig. Nein, danke. Danke, geht gleich. Die möchte ich auf jeden Fall ausprobieren, wobei die echt ganz schön gelb aussieht. Aber ich habe letztens von einer Followerin die Bitte bekommen, dass ich doch mal diese ganzen Douglas und Revolution und hast du nicht gesehen, Dupe-Produkte mal gegen die Originale antesten soll. Und das hier scheint mir, also von der Optik her, so ein bisschen Dupe zu sein zu der Estee Lauder Double Wear oder zu der Elf. Das weiß ich noch nicht so genau, das muss ich mir nochmal genau angucken. Das ist von Douglas übrigens die Ultra Light Foundation, eine leichte Foundation in der Farbe 2 Light Beige. Ich glaube, da werde ich meine Freude mit haben. Vor allem, weil ich ausprobieren muss, dass ich da den Hautton ein bisschen heller kriege, weil das ist ja gelb, hallo. Aber die ist von der Textur her voll dick, ne? Mega. Voll dick und voll gelb, oh mein Gott.
Ja, ein Oompa Loompa werde ich dann auf jeden Fall werden. Ne? Aber es sieht nicht schwer aus, auf jeden Fall. Es ist, aber es hat was von der Estée Lauder, weil das halt so ne? Mhm. Siehst du? Ich habe ein Contour, ein Cover Stick von Gosh. Gosh. Ist auf jeden Fall sehr glitzerig. Sieht eher nach einem Highlighter aus. Ja, total, ne? Aber Contour und Cover. Ja. Cover ist auch geil, wenn du damit mit Glitzer deine Pickel zudecken sollst, ne? Läuft. Hebt auf jeden Fall hervor, also next. Rival Loves Me HD Perfection Make-up in der Farbe 01 Light Ivory. Das könnte mir hart passen, ne? Ne. Natürliches und mattiertes Finish auf gar keinen. Ciao, Kakao. Ich habe hier einen Bananen-Setting-Powder, Fix-Powder von Bella Pierre, genau. Bella Pierre. Brauche ich jetzt nicht. Habe ich da. Gut. Ja. Das hier habe ich auch da, auch von Bella Pierre, ist das Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Ich glaube, jede, die irgendwie mal so eine Glossy Box oder so eine Box hatte, hat auch dieses Puder, beziehungsweise Blush. Ich finde es eigentlich ganz gut. Bin halt nicht so der Ultra-Fan von losen Blushes, weil ich da einfach zu neige, das Ganze über zu portionieren in meinem Gesicht. Das sieht dann aus wie, mir ist irgendwas ganz schön peinlich. Aber ja, ne? Also schönes Produkt. Willst du mal probieren? Es ist ja Richtung bräunlich hier, ne? Ja, dann. Das ist schon ein Beuteschema. Noch ein Blush. Sammy, was machst du hier eigentlich? Ich glaube, den habe ich auch. Shimmer Rouge, Secret Rose von Alverde. So ein Trio. Der ist eigentlich ganz hübsch, ne? Der sieht total süß aus, ja. Willst du mal haben? Aber, nee. Das ist eine Cushion oder Cushion Foundation Physicians von Formula. Physicians Formula. Ach so. Habe ich auch schon mal ausprobiert, jetzt nicht von der Marke. Ich lasse es jetzt mal zu. Ich mache es jetzt mal nicht auf. Das Packaging ist echt niedlich, finde ich. Ich bin ja so ein Verpackungsopfer, gebe ich ja zu. Ich hatte genau das schon mal, okay. Es ist mir aber leider zu dunkel. Also, ja, das sieht man hinten, ja, ne? Ist schon relativ dunkel. Aber also ich fand das geil, aber dunkel. Genauso. Oh, nee, warte. Oh, Nein, doch. Oh. Das McGrath Lab, den haben so viele in die Hand genommen. In der Farbe Light habe ich hier so ein Ding drin. Wir gucken gleich mal. Gesundheit. Sammy möchte gerne Aufmerksamkeit. Das ist so ein Puder. Und das ist so ein illuminisierendes Puder. Und sowas mag ich. Ich stehe zum Beispiel voll auf diese Love Aura Glow Puder. Okay. Ne? Also ich pudere mich ab und dann gebe ich mir so ein Hauch von dem Aura Glow nochmal drüber. Dann glowt alles noch ein bisschen mehr. Das ging natürlich. Und das hier soll. Oh Gott. Wow. Fühl mal. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, das fühlt sich richtig gut an. Okay. Oh mein Gott, ja. Und das hat halt kein Glitzer oder so, sondern eher so ein Pearly Shine. Ich glaube, das ist voll geil für mich. Das sieht total gesund aus, ne? Ja, ne? Ich habe hier, ja, Gesundheit von Eucerin, eine Sun Protection 50+. Ach, das ist eine getönte Creme. Das ist eine CC-Creme. Hm. 50+? Ja, aber guck mal, wie dunkel. Ja, mittel. Youth Lift Tinted Action Cream. Das war in irgendeiner M. Asam Surprise Bag drin. Und wir haben ja so ein paar M. Asam Liebhaber bei uns. Und ich denke, dass jemand von uns das auch mit drin hatte. Ist mir zu dunkel. Habe ich mit euch zusammen im Hochsommer angewendet, als ich tatsächlich meine Maximalbräune erreicht hatte. Und ich sah aus wie ein Oompa Loompa. Nee. Oh, das hier hört sich nach einer Nagellackbox an. Wir haben hier die Vegan Beauty Basket. Mit dem Code Claudi5 bekommst du 5% Rabatt bei der Vegan Beauty Basket. Die liebe Ina, die Inhaberin, ist eine ganz liebe. Ja, Eskalation. Wir haben hier so ein bisschen was drin, ne? Wow. Oh, geile Farbe. Mega. Das ist die Farbe Kiss Me or Elf von Opi. Von Opi. 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 Guck mal, das ist Opi. Sagt man das? Opi Eye. Opi Eye. Opi. Können wir das rausschneiden? Danke. Warte, das machen wir nochmal. Wir haben hier einen Nagellack. Das ist die Farbe. Ich habe hier einen Nagellack von Opi Eye in der Farbe Kiss Me or Elf. Ist auf jeden Fall eine sehr süße Farbe. Ja. Mir persönlich aber ein bisschen dunkel. Nein. Zu dunkel. Nein, das geht klar. Guck mal, das wird voll zu diesem Nagellack auch passen, ne? Ja, dann. Oder zu dem.
dem. Lack. Ich behalte es. Den habe ich so ähnlich. Ja, das ist so ein Kupfer, sieht bei mir aber zu leberwurstig aus. Das ist von Love, so ein Nagellack. Guck mal, hier steht sogar Bar unten drauf. Bar! Ohne Witz! Sieht man das? Da steht Bar drauf. Ich weiß nicht, findest du den schön? Sonst habe ich dir den gerade schlecht gemacht. Also bei Leberwurst war ich raus. Ich habe hier einen Nagellack von Essie. Der ist eigentlich auch ganz süß. So ein Barbie-Pink, würde ich behaupten. Ich kann jetzt nur leider nicht raus... Ah doch, Watermelon. Sugar, hi. Ja, guck mal, das ist doch mal was. Den nehme ich. Oha. Also sowas, geile Farbe. Geile Farbe. Aber den kriegst du einfach so schlecht runter, ne? Ja, das stimmt. Die ist so schön. Bring it on. Oh. Das ist auch für mich so ein Punkt, wo ich sage, bin ich raus? Du den nie ab. Oh, ich habe hier so einen Strangener von Manhattan. So ein Nagelhärtungsüberlack, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so ähnlich wie der von, wie heißt der nochmal, den ich jeden Tag verwende? Oh, jeden Tag ist gut, jeden. Immer, wenn ich mir die M-Meet-More. Kennen wir? Also haben wir auch alle grundsätzlich immer zu Hause. Der ist auch mit Calcium und Keratin. Aber habe ich auch, glaube ich, in 80 verschiedenen Ausführungen zu Hause. Den habe ich schon. Bio, Sammy hatte ich ein bisschen angehört. Das ist ein bisschen schade mit Schwarz und so. Hat sie wieder nicht nachgedacht. Aber macht nichts. Ist nicht schlimm. Nö, gehört dazu. Bio Incredible Cell with Nails Ink Portland Square. Geile Farbe habe ich aber schon. Ich weiß gar nicht, ob ich den sogar gerade auf meinen... Habe ich nicht den da? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht der? Ich glaube schon, ne? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Bin ich, glaube ich, zu hell für... Ich habe hier von Feind einen Nagellack, auch in einem dunklen Ton. Das ist der Ton, kann ich nicht sagen. 06 ist mir aber auch zu dunkel. Du magst also nicht so gerne dunkel? Ich mag nicht so gerne, ich bin eher so der Barbie-Nagellack-Mensch. Das hat man kaum gesehen mit dem Watermelon von Essie, ne? Ich hätte hier noch so ein Barbie-Vieh, falls du Bock auf Barbie-Vieh 2.0 hättest. Essence Legally Pink, die Nummer 13, den müsste ich eigentlich auch haben. Ist eigentlich ganz nice. Dann nehme ich den mit. Der sieht echt süß aus. Barbie, hallo. Barbie. Ich habe hier ein Parfüm von M. Asam. Mango Vanilla. Kannst du probieren? Auf jeden Fall. Testen also, wir. Testen, ja. Testen ist, glaube ich, das bessere Wort als probieren, weil ansonsten. Mhm. Ne. Erinnert mich an irgendein Bonbon. An einen Bonbon? Ja, aber an ein Hustenbonbon irgendwie. Auch nicht mein Fall. Nee, nee. Ich habe immer so Flashbacks mit Produkten. Dann erinnert mich immer an irgendwas. Ach, nee. Miro, oh lala, Eau de Parfum. Mhm. Dann gucken wir mal, wie sehr oh lala das ist. Oh lala. Hübsch ist es auf jeden Fall vom Flakon her, ne? Warum schüttel ich das? Das ist kein Deo. Erstmal die Flasche schütteln hier, ne? Ich habe jetzt hier oben nämlich ein anderes tatsächlich heute Morgen aufgetragen. Oh mein Gott. Mag ich irgendwie, aber ich mag das an dir. Ist wieder die Frage, mag ich das an mir auch? Hast du noch irgendwo eine freie Körperstelle? Ich weiß nicht, mag man das an mir? Ja, es ist nämlich eher sportlicher und eher passt zu dir. Sportlich? Ist auf jeden Fall eine dicke Lüge. Aber wenn ich wenigstens sportlich riechen kann, ist doch gut. Dann nehme ich es mit, weil dann brauche ich keinen Sport machen. Schöni. Außerdem, das finde ich auch süß. Handdisinfection. Ja, da habe ich jetzt mittlerweile relativ viele von. Ne? Go QG. Mhm, herzlichen Glückwunsch. Nö. Ich darf auch nicht mehr so viel benutzen wegen meinen Händen. Deswegen. Better not. Sorry. Wir sind jetzt mal bei ein paar Düften. Und zwar, einer bei uns aus eine... Nochmal. Lila Lolo. Lila. Pink Elefanten. Okay. Eine aus unserer illustren Runde heißt Miss Curly Jen, aber sie stellt auch Melts her, also Wachse, und nennt sich auf Insta Miss Curly Wax. Und die hat uns immer so eine kleine Box gepackt mit Testmelts. Und ich habe ja auch so einen Melt-Warmer, riech mal dran. Da geht die Party schon mal ab. Ne? Boah, wow. Ne? Und da kann man sich jetzt so, wenn man möchte, was ein bisschen raussuchen. Und ich guck mal durch. Springtime. Auf jeden Fall sind die alle sehr süß gemacht, auf jeden Fall. Ja, ne? Total niedlich mit dem Glitzer und so. Am Ende zeigen wir euch auch, welche Düfte wir behalten haben. La, 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 la. Hey. Balance Mix Creations. Das sind halt so, ja, Melts halt, ne? So
Schmelzviecher. Mhm. Und, von Bolsius, ne? Wir haben das Ding von Bolsius zu Hause, aber wir benutzen es leider zu selten. Würdest du es damit mehr verwenden? Ich glaube nicht. Na dann. Ich habe hier eine schöne Tasche von Leni Blush. Oh, sind da Pinsel drin? Voll die schöne Tasche. Mhm. Ja. Oh, da sind Pinsel drin. Brauchst du Pinsel? Wahnsinn. Süß. Was? Das ist geil. Ist das? Kann er sich drehen? Kannst du nach unten witschen. Mhm. Süß. Oh. Und kaputt. Ich habe wieder eine gemacht. Ist das Puder? Oh, der ist schön. Ja, Miss Bella. Das ist ein großer Fluffel. Miss Bella, der sieht total schön aus. Sieht aus wie der Anhänger, den ich im Schlüsselbund habe. Aber total niedlich. Mhm. Süß. Möchtest du mir mitnehmen? Ich habe nämlich ihr Pinselset, aber den hier habe ich nicht, ne? Das ist so ein schöner, großer Fluffel. Ich glaube, er darf bleiben. Ich habe hier einen von La Hai. Ich glaube, den würde ich mir einpacken, weil der schön groß ist. Und ich mag diese kleinen Pinsel nicht so gerne. Oh, gucke mal. Hier habe ich eine Bee Venom Face Mask von Kuga. Weißt du, was Bee Venom ist? Ja, ist das nicht von Bienen irgendwie der, das Gift? Ja. Wenn der Stachel über die stechen, wollte ich sagen. Das Gift, ja? Ja. Genau. Habe ich Angst vor. Fun Fact. Ich hab mal eine Maske gehabt, beziehungsweise eine Creme mit Schneckenschleim, weil mir gesagt wurde, das ist super, wenn du empfindliche Haut hast und so. Und danach sah ich wirklich aus, als ob ich eine Botox-Behandlung gehabt hätte. Alles war total geschwollen und rot habe ich überhaupt gar nicht vertragen. Die war auch gar nicht so günstig. Und ich lasse lieber die Finger davon. Ach, das ist ein Bodyspray von Bilou. Donut. Ja, Tasty Donut. Ist mir persönlich zu viel. Mhm. Noch eine Foundation. Oha. Hä? 04 Caramel Rival Loves Me Skin Optimizer Foundation. Also ich habe die, aber was ist das für eine Farbe? Die ist ja grau, ne? Oh, wow. Was ist das für eine Farbe? Das ist doch kein Karamell. Also, wenn ich Karamell esse, sieht das nicht so aus, ne? Ich hatte gerade Karamell im Kaffee und das sah anders aus. Ja, ne? Gott sei Dank sah das anders aus. Ja. So, jetzt haben wir hier ein Eau de Parfum von Anima Aromatics. Und, da rieche ich mal, schnupper ich mal dran. Beim letzten Mädelsabend habe ich mir nämlich aus deiner Box eins mitgenommen. Von der Marke. Auch ganz gut. Benutze ich nicht ganz so häufig, weil es ein bisschen herber ist. Das Blaue, ne? Genau. Ja. Loving Heart. Auch total süß. Oh. Mhm. Also meinst du, ist schwer, ne? Ja. Das ist so süß schwer. Mhm. Ja, nö. Colourpop Lippy Sticks. Die sind eigentlich ganz gut. Aftershock 21B2. Der ist matt, der ist nichts für mich. Aber eine schöne Farbe, das kann man nicht anders sagen, ne? Hübsch ist er. Ein M.A.-Sam-Parfüm. Cashmere Pearl. Oh. Sieht auch ganz süß aus. Das hört sich nach was Geilem an. Ja, oh, guck mal, das kann man hier hinten ist so eine Einkerbung drin, damit man das schön festhalten kann. Gehe ich mal von aus. Also für mich macht das Sinn, weil du kannst es schön in der Hand halten auf jeden Fall. Mhm. Riecht es nach Kaschmir und Perlen? Ja, es riecht auf jeden Fall frisch. Oh, das riecht geil. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass das was für dich ist. Es spuckt mich an. Hallo. Ich weiß nicht. Also es riecht geil. Doch, das riecht richtig schön frisch. Das erinnert mich auch wieder an irgendwas. Ja, dann nehme ich das. Komm, was soll denn das Säckchen? Ja, komm. Hast du auch den Prömpel noch irgendwo? Du hattest eben da. Nee, den hast du den habe ich schon wieder drauf. Sehr schön. Der Prömpel ist auch mit dabei. Ja. Mhm. Ach so, ja. Das habe ich auch reingepackt. Das muss ich wieder rausnehmen. Ein Deo von Alverde. Das ist nämlich so ein, ne? Sprüher. Hier haben wir so ein Oshifi. Das ist noch so eine Snackbox. Vernasche die Welt. Guten Tag. Sind hier auch Snacks drin? Nee, das ist die, wow. Das ist die hammermäßige Box. Das ist mit Liebe. Okay, ich fange an mit Catrice Superbia Volume 2. Das ist eine Lidschattenpalette. Ja, mit neutralen Tönen, ne? Sehr kühl. Hatte ich mal. Nee. Ich habe hier von Essence Wanna Be My Honey. Das ist auch eine Eyeshadow-Palette. Auch total süß, sehr natürlich gehalten, zumindest das Packaging. Oh ja, sind eher so goldene Töne. Beautiful. Auch total schön.
aber auch sehr glitzerig. Oh honey, your soul is golden. Oh. Total süß. Die habe ich, glaube ich, damals mal irgendwann, weiß ich aber nicht, habe ich die vielleicht Miss Curly Jen mal in einem Trash-Paket geschenkt. Ich weiß es nicht. Das ist nämlich von BH Cosmetics X Shan Xo. Da hast du auf der einen Seite Lippenprodukte und auf der anderen Seite auch so neutrale Lidschattenfarben. Oh. Ne? Matching Colors. Ja, also für mich ist das nix. La Ritzy Cosmetics Athena. Auch ein sehr schönes Packaging. Ich mag das, wenn das alles so ein bisschen, wenn das alles so ein bisschen gerade gehalten ist, sage ich jetzt mal. Auch schöne Farben. Kann man als Lidschattenpalette verwenden und als Blush- und Highlighterpalette. Sieht auch sehr schön aus. Habe ich kürzlich selber erst aussortiert. Oh. Die habe ich selber, die ist hammermäßig geil. Von Elf Cosmetics, diese Mint-Palette, die ist richtig schön. Also Leute, ne? Wir haben eine Eyeshadow-Palette von Douglas, Mini, Pink Nudes. Ich mache die jetzt mal nicht auf. Die ist nämlich noch komplett zu, aber hinten sind die drauf, die Farben. Auch schön, auch neutrale schön. Palette, ja, ne? Total. Ja. Mega schön. Wer ist denn wohl Stier? Taurus ist Stier, ne? Glaube wohl, ja. Also ich bin ja ein halber Stier, weil ich bin ja am 22. Mai geboren und bis zum 21. wäre Stier oder bis zum 20. Und ich bin ja Zwilling, ne? Und ich habe auch die Zwilling-Palette. Aber der Taurus sieht auch so aus, als wäre das tatsächlich mein Schema, weil das halt so gelb-grün ist, ne? Mhm. Und braun und oliv, also eigentlich voll geil. Ah, das ist auch The Balm Cosmetics. Oh je. Matt Adore. Ein sehr schönes Packaging auch. Der sieht sehr sympathisch aus. auch schöne Farben, aber die unteren gerade sind mir tatsächlich ein bisschen zu hart dunkel. Ja. Oh, Donnerknispel. Auf jeden Fall gut pigmentiert. Der Matador hier, der Kollege, hat es auf jeden Fall sehr gut drauf. Mir zu hart. Ich blende euch hier oben mal das Amorelli-Adventskalender-Unboxing ein. Apropos hart. Apropos hart. Das wieder ab. Ich habe voll die Alien-Hand. Ich habe Kratzer auf der Hand. Sie hat eine kleine Katze. Ja, eine kleine Kitty. Eine Frau Lieselotte. Und Frau Lieselotte hat ganze Arbeit geleistet hier. Morphe, ja, verwende ich nicht mehr. Ich sortiere auch nach und nach meine Morphe-Paletten aus, auch wenn die geil aussieht, ne? Also das ist ja moin. Oh, so richtig 80s-Vibes, ne? Mhm. Und die Qualität ist auch richtig gut von Morphe, ne? Also... Na, das Fixing Spray, was ich habe, ist auch Jeffree Star X Morphe. Ja. Ist dieses Continuous... Ja, wo mein Bruder gesagt hat, das riecht nach Polly Pocket. Ah, oh, das riecht großartig, ich liebe das ja, ne? Aber die finde ich, wenn ich die benutzen würde, gerade dieses Pink, das ist ja schon... Barbie kommt wieder durch, ne? Merkst du was? Uma Cosmetics Smoky ist nicht so meine Welt. Also wenn ich mir versuche, einen Smoky Look zu schminken, dann sehe ich aus, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, meinen Kopf in den Kamin gesteckt. Also bin ich einfach nicht talentiert für. Ich auch nicht. Ich sehe dann immer aus, als ob ich eine mitgekriegt hätte, wenn ich es mal so sagen darf. Daily Dose of Energy Essence Eyeshadow Palette. Die haben eine geile Qualität, aber hier triggert mich das Fännchen in der Mitte, weil alle sind eckig und einer ist rund. Das ist nicht so meins. Das kann ich auch. Nein, nee, das kann ich nicht vereinbaren. Nee, ne? Eyebrow Palette von Luvia Cosmetics meets Glossy Box. Die habe ich auch, die ist gut. Ist jetzt auch noch komplett zu. Soll ich mal meine holen? Drei Puderviecher drin. Ich finde die schön, aber ich kann davon tatsächlich nur einen einzigen Ton verwenden, ne? Aber trotzdem mag ich die. Die ist mir zu öde. Das ist von Rival de Loupe, die Bright Side Palette. Die ist mir wirklich einfach zu öde. Also die könnte geil sein, wenn sie irgendwie abwechslungsreicher wäre. Aber so ist sie einfach sehr neutral in sich gehalten. Neutral warm. Ich habe hier eine Eyeshadow Palette von Revolution Pro. New Neutral heißt die. Sehr schöne Farben, finde ich. Auch relativ neutral, glitzerig. Tragbare Alltagsfarben. Ja, auf jeden Fall. Außer vielleicht dieses ganz... Das Party vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber auch schöne Farben auf jeden Fall. Die habe ich auch, die ist gut. Bare Necessities. Necessities von Face Zero. Die war mal in einer Goodiebox drin. Und die hat halt so geile Geschichten. Du hast da sowohl Lidschatten als auch Blush, Bronzer...
Highlighter jetzt nicht unbedingt, Augenbrauen kannst du damit machen, du kannst damit viel eskalieren, ne? Also das ist, ich finde, eine schöne Geschichte und ja, ich habe sie da, ich finde sie schön. Cola Flair BH Cosmetics Palette. Oh, die hatte ich auch mal. Sieht auch total super aus, finde ich. Die hat halt nur gebackene Lidschatten. Boah. Die ist richtig kabam. Ich zeige euch das mal. Das ist alles halt natürlich sehr gold gehalten auch, ne? Weil ich jetzt sagen muss, ich finde die unteren Töne, man sieht schon Unterschiede, aber dafür, dass es so viele sind, auch sehr gleich alles. Oh, die hatte ich, glaube ich, auch mal. Die habe ich aussortiert und... Oh. Essence, die Tiana-Geschichte. Es kommt ja bald auch wieder eine neue LE raus mit den neuen Disney-Viechern von Essence und Catrice. Die machen so eine Schwestern-LE wieder. Da bin ich auch richtig hyped drauf, ne? So eine geile Palette. Hammer. Ja, aber ich habe sie schon mal aussortiert und das hatte auch einen Grund und jetzt wird sie auch nicht wieder bleiben. J Flash Eyeshadow Palette von Boutique. Von Dagi B. Genau. Habe ich so auch noch gar nicht in der Hand gehabt. Finde ich auch ganz süß gemacht. Wow, ich hätte aber andere Farben erwartet, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Sind auch schöne Farben. Irgendwie ist alles so ein bisschen dabei, ne? Mhm. Aber auch nicht meins. Riva Loves Me Latest Nudes Eyeshadow Palette habe ich hier. Das sind halt die, ja, wow. Das ist die neutralste Palette, die es im Universum gibt, glaube ich. Also das ist echt Neutralität, ne? Das ist die Schweizer Palette. Oh, Revolution Flawless Foils. Retreat. Da ist so ist das Kleber, damit das hält wahrscheinlich. As known as Glitter Glue. Oh wow, okay. Wahrscheinlich, weil das lose ist und ansonsten nicht halten würde, oder? Ja, es sieht so ein bisschen... klack, klack. Aber auch, glaube ich, wenn da schon Kleber mit bei ist, auch mit Sicherheit sehr viel. Ja. Das hier ist auch wieder so eine... entweder habe ich die oder ich hatte die. Alverde in der Farbe 30 Rosy Favorites. Also es sind nicht meine rosigen Favoriten, wenn ich das ehrlich sagen darf. Nö. Ich habe hier von Bella Pierre Cosmetics die Peach Blossom Eyeshadow Palette. Ah ja, sieht auch süß aus auf jeden Fall. Aber auch wieder sehr viel Glitzer. My Little Box, ja. My Little Beauty Smooth Criminal. Das ist quasi so ein Lidschatten in Jelly-Form. Und sowas ist nichts für mich mit meinen Schlupflidern. Ne? Das schlupft sich so zurecht und irgendwie schlupft sich das ganz woanders hin und dann hat sich das Ganze ausgeschlupft. Süß. Das ist die eigene Mini-Eyeshadow-Palette bei Absolute New York. Ja. 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 Neutral, ne? Genau. Also catcht mich jetzt nicht so. Hier habe ich jetzt von Sephora die Miniatur-Palette. Ja, Sephora ist ja eine französische Marke, deswegen haben wir eine Miniatur-Palette. Halt wirklich eigentlich an und für sich, ne, ist es eine schöne Palette, aber es ist mir halt einfach zu langweilig. Und das letzte von Smashbox haben wir hier Make-up created at Smashbox Photo Studios LA. Das ist Snap Queen. Snapchat. Das ist bestimmt super zum Verreisen, weil dann hast du immer so ein kleines Mini-Ding mit und dann kannst du dir einen ganz kleinen feinen Look. Das wäre was, was ich als Flugbegleiterin hätte gebrauchen können. Ja. Flugbegleiterin war sie mal. Ja. Ja, alles einmal durch. Finde ich auch total süß, doch. Und gerade so, ja, wie du sagst, für unterwegs, ne? Ja. Nee, ist süß. Hier ist voll Tetris angesagt, Mann. Ach, das passt nicht. Oh Mann, oh. Aber die waren da doch auch mal irgendwie drin. Alles nochmal raus hier. Oh, Entschuldigung. Ich hab meinen Mops gehauen. Ja, er weint. Ich würde ihr jetzt streicheln, aber wir lassen. Sorry. Bitternut. I'm dying. Ich habe ihr ein Säckchen von Jean Tokai, aber da ist nicht Jean Tokai drin, sondern Nom Nom. Oh, Snacks. Sommerküsschen. Oh, die brauche ich. Cute. Sie werden hier bleiben. Tee. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Schöni. So. Ja. Öffnen Sie die Tasche. Madame. Das ist eine schöne Tasche. Total. Tada! Oh, wow, oh, okay. Fangen wir einfach mal an mit Pi Rosehip Bio Regenerate Oil. So. So.
Das, ist das so orange? Oder ja. Ist das die? Ah, okay. Das ist halt mit Hagebutte und das ist sehr natürlich und so. Kann man als Gesichtsserum verwenden. Ich persönlich verwende es ausgelaufen, ne? Mhm. Ich verwende sowas gerne für meine Hupis, für meine Momo und für meine Oberschenkel Innenseiten und für meine anfängliche Zellulite. Das stinkt ein bisschen, finde ich. Aber ja, es ist halt sehr natürlich und ja, ne? Also ich habe das auch noch im Backup da. Ist leider ein bisschen ausgelaufen, ne? Schade, Schokolade. Guck mal. Ich kann zaubern. Wow. Das klebt zusammen. Hier haben wir Ampullen drin. Und zwar von Belle Essence Hyaluron Power. Ich liebe Ampullen. Das ist eine 3-Tages-Kur. Es sind nur noch 2 Tage vorhanden. Ist nicht schlimm. Nehme ich raus. Sansoir. Baden, baden. Die reden, Alter. Das ist so das Ding, wenn man hier so sitzt, ne? Man verliert seine Sprache irgendwann. Das ist ein Anti-Age-Schutz. Ja, hatten wir ja gerade schon mal. Ist noch nicht so dein Ding, ne? Ja, du wartest noch 5 Jährchen, ne? Ich bin jetzt auch nicht jung so, ne? Doch. Leti Balm Repair, ein Körperbalsam mit 5 Milliliter. Der ist ganz gut, wenn man so trockene Ellenbogen oder so trockene, schuppige, raue Haut hat, wie es hier so drauf steht. Ne? Da habe ich auch das ein oder andere, was mir dabei hilft. Den brauche ich jetzt aktuell nicht. Brauchst du den? Nee, brauche ich auch nicht. Danke. Nein. Aha, von Rival de Loop haben wir eine straffende Q10 Pflegemaske. Auch wieder mit Anti-Aging-Effekt. Warum pick ich denn die ganzen Anti-Aging-Sachen raus? ja, die sind sehr cremig tatsächlich, ne? Wenn man die, wenn man die benutzt und man lässt ist die ist halt drauf, eine Crememaske, dann, ne? Ja. Kann man das überschüssige Produkt, kann man ja auch immer noch mal wieder mit einmassieren. Tatsächlich hat das bei mir noch nie so geklappt. Ich massiere das nie ein, ich wasche mir das immer ab. Ja, ja, sonst habe ich eine Brustparty auf dem Gesicht. Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Catcht mich auch nicht. Nehmen wir aber für Nadine mal mit raus. Achso. Nadine freut sich immer über Anti-Aging und über Masken. Hallo Nadine. Wie unsere Mails, das kriegst du gehen raus, ey. Genau, ne? Unsere Zuckerpuppen, die werden das safe gucken, weil die sich das hart reinziehen werden. Hoffe ich doch mal. Also alles andere wird mich traurig machen. Oh. Die wird auch bleiben. Das ist von Alverde die Hydromaske. Das ist so eine Feuchtigkeitsmaske. Ja, das ist so eine, ne, mit Hyaluronsäure. Entweder ich oder irgendeine Zuckerpuppe wird sich darüber freuen. Was haben wir denn hier? Du ziehst ja auch immer die Songs raus, ne? Ja, wirklich. Clarence, ne? Clara, ist Clarence. Französisch. Clara, kann ich sagen Spanisch, aber nicht Französisch. Clara Paris Hydra Essential. Ja. Oha. Oh, da ist eine Ampulle ausgebrochen. Deswegen ist hier alles so ein bisschen klebrig. Guck mal, da hat sich eine Belle Essence Ampulle von alleine aufgebraucht. Das war der 3. Tag, der uns jetzt fehlt. Läuft. Aus. Läuft. Deswegen. Hier ist ein... guck mal, hier hat jemand sein leeres Mac-Pöttchen reingepackt, falls jemand das haben möchte und das Back-to-Mac oder was auch immer damit machen möchte, hatten wir eben mit der... Eben ist gut, ihr habt das wahrscheinlich vor 5 Stunden gesehen, nachdem wie lange dieses Video geht. ja, ein Pöttchen haben wir auf jeden Fall drin, ne? Oh, ein 12,90 € Gutschein von My Müsli. Ja, guck. Ich sag immer, ich esse Müsli und dann mache ich es dann doch nicht. DIY Powder to Sheet Mask von Bioven. Nee, also wirklich, nee. Das ist mir, glaube ich, zu hart. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es voll hart. Ich habe hier noch so ein paar andere Proben, die müssen jetzt nicht alle zeigen, ne? Sansoir. Ich gucke jetzt nur noch, dass ich Sachen von DM oder Essence kriege, was ich auch aussprechen kann. So. Okay, Sim. Oh. Die nächste Box ist am Start. Beauty Love. Da müsste ich auch tatsächlich sogar einen Code haben. Schreibe ich euch mal besser in die Infobox, ne? Hier haben wir ganz viel Körperpflege drin. Die wird auf jeden Fall bleiben, denn Maddie wird die... Also, das... wird Maddie haben wollen. Oh, wow. Oder willst du die haben? Nein, ich mag Maddie, aber Maddie, das sieht richtig großartig aus. Day Glamour Duschgel von M. Asam, ne? Also die ist da einfach sehr glücklich, wenn ich ihr, wenn Mädelsabend ist und so, das einfach mal gebe. Und ich glaube, sie wird es hart feiern. Das sieht richtig schön aus, auf jeden Fall. Das riecht auch geil. Ich habe das schon mal aufgebraucht. Oh, puff. Gar nicht so mega doll, großartig. Ne? Wirklich großartig. Ist schon geil. Und sie greift sich wieder eine Marke, die so ein bisschen... Das ist Fix and Rouge. Da habe ich mir auch letztens einen Primer rausgenommen aus dieser Krabbelbox. Fand ich auch sehr gut. Das ist jetzt ein Hydra Matte Pore Correct Primer. Velvet Cream Primer. Ist das ein Primer? Ja. Ja. Blush Pink. Ich glaube, der könnte was für dich sein. Ja. Ist aber wieder mattierend, glaube ich, ne? Steht da drauf? Porkorrigierend ist das. Porenkorrigierend und eine Velvet Cream, also das macht so einen Weichzeichner-Effekt. Bleibt. Eucerin Aftersun Sensitive Relief.
Sensitive Relief, ich sag dir das, ne? Eine Gel-Cream für Face and Body, also das ist halt quasi, nachdem du in der Sonne warst und damit die Haut halt nicht volle Elle eskaliert, eine ganz gute Geschichte. Ja, die Sonne kommt jetzt gerade voll raus. Ihr seht das auch, ne? Wir erstrahlen hier gerade richtig im Sonnenlicht, weil da ein Fenster ist, ne? Und der Fokus ist gerade voll auf deinem Gesicht. Siehst du das? Oh, ganz schlimm. Oh, hi! per se ganz cool, aber ich habe einiges an After Sun. Eucerin ist eigentlich geil, ne? Aber Ich habe jetzt ganz viel von Hawaiian Tropic. Oh. Ganz viel Riesentiegel geschenkt bekommen. Und ja. Darf man das zeigen? Ja, natürlich darf man das zeigen. Und das, also du dürftest es theoretisch hier auch trinken. Ich muss noch fahren und arbeiten. Ja, das ist das. Secco Bianco, das ist halt ja, Stoff. Sekt in der Dose. Ja. Ne? Ich bin tatsächlich der Biertrinker. Ich bin von uns der Biertrinker. Deswegen bin ich da leider raus. Ja. Du auch. Da dumm. Ja, nee, Alkohol und ich, ne? Ah ja, stimmt. Nur unter Zwang und wenn meine Eltern mich zwingen oder meine Freundin. Mädels am Mittwoch. Das hier wird auch bleiben. Das habe ich zwar selber da, aber da wird sich safe jemand drüber freuen. Banana Shower Gel von Lavish Care auch wieder. Da hatten wir eben einige Haarprodukte. Und hier haben wir jetzt noch so ein geiles Duschgel. Das riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Und ja, Duschgel geht immer. Ich habe die Banana-Haarmaske und die finde ich auch großartig. Ja, gönn dir. Oh, das riecht großartig. Ich sag ja, ne? Ich sag. Da freut sich jemand drüber. Hey. So, hier haben wir ein bisschen. Ach, du bist dran. Haben wir die nicht gerade schon? Die? Nee, die habe ich reingepackt. Warte. Ja, die habe ich reingepackt. Die Eucerin CC Cream in Mittel 50 plus. Ja. Ja. Schöne Geschichte, aber zu dunkel. Ja, muss ich rausnehmen, weil ich sie reingepackt habe. Da dumm. Garnier Ombre Solaire Natural Bronzer, eine Selbstbräunungsmilch. Kann man machen. Ich persönlich verwende da lieber von Beauty Mates die den Selbstbräuner Booster, den ich dann in meine Body Cream mit einmische, weil das einfach ein schöneres Ergebnis gibt. Auch da, Claudis Welt, gibt 20% Rabatt, Affiliate-Rabattcode und so. Also das hält bei mir am besten und das sieht auch irgendwie am natürlichsten aus, weil ich mache das halt in die Bodylotion rein, da kann ich halt genauso sagen, wie viel ich da drin haben will. Sprich, man dosiert es dann selber. Finde ich besser als sowas, weil das ist dann auch noch irgendwie so, ich habe da Angst vor. Hast du da Angst vor? Ich habe von Ombre Solaire Natural Bronzer habe ich den Sprüher, das gibt es auch zum Aufsprühen. Und damit komme ich tatsächlich sehr gut klar. Ja dann. Also, aber das ist ja die Milch, damit komme ich wieder nicht so gut klar. Ja. Kann man auch über Kopf drehen und das ist großartig, kommst überall mit hin. Okay, krass. ich habe hier von 71 eine Sonnencreme. Fürs Gesicht. Genau, fürs Gesicht. Lichtschutzfaktor 50 plus. Würde ich meinem Mann gerne mitnehmen, weil der auch im Winter Sonnenbrand kriegt. Ja, dann freut er sich. Und ich freue mich auch, weil ich hätte sonst rausnehmen müssen, weil ich es reingetan habe. Ach so, schön. Guck mal. Also das ist für deinen Mann auch super. Der trägt nämlich kein Make-up. Das kann man nämlich nicht gut in Kombination mit Make-up so machen. Ja, okay. Deswegen. Und wenn dann was anderes dabei rauskommt, dann weiß ich ja Bescheid. Ja, genau. Deswegen ist es immer alle. Vielleicht. Fatal. Tudum. Hier haben wir noch ein bisschen Lichtschutzfaktor. Ist für mich zu wenig von I+M. Das ist die Naturkosmetikmarke aus Berlin. 20 Mittel ist mir zu wenig. Hier haben wir auch von Ultrasun ein Face Moisturizing Anti-Aging Sonnenschutz. 50 plus, ne? Ja. Nö. 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 Ja, nö. Ja. Nö. Und noch was fürs Gesicht. Malu Wills Sun. Hier auch 50 Ultra Face Protection Tagespflege mit hohem Lichtschutz. Kabam. Next. Okay, wir haben hier ein kleines Täschchen. Das finde ich auch total niedlich. Cutie! Total Organic Cotton. Auch, spielt ja auch wirklich eine große Rolle mittlerweile, ne? Aha. Noch mehr Proben. Noch mehr Proben. Vamp. Pupa. Pupa Milano, so heißt die Marke. Das ist eine italienische Marke. Süß. Ja, aber ich rieche nichts. Vielleicht für deinen Mann, Dior Homme L'Intense. Einfach mal so. Der ist ja, ich muss ja sagen, dass mein Mann wirklich so viel Parfüm hat und der da auch voll drauf abfährt. Und der hat ein Parfüm, das habe ich ausgesucht und das ist auch sehr großartig. Mal gucken, was er dazu sagt. Next! Wir haben noch zwei Boxen, Leute. Yay, dieses eine Video wird 3 Stunden lang. Yay! Auch wieder super süß verpackt. Tada!
Am liebsten würde ich mir die ganze Plopfolie mitnehmen. Süß, dass du Ploppen nicht Pop sagst, ne? Heißt das nicht Plopfolie? Ich sage immer Popfolie. Hm. Für mich ist es Plop. Macht es denn Plop? Plop? Geil. Okay, okay. Auf wie geht's? Ja, ach komm. Was ist das? B-Routine, Hanfbooster, Beauty-Stoff für deine Haut. Finde ich witzig, wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Jo, ne? Bitte. Ja, dieses Hanfding ist ja jetzt auch im Moment richtig groß, ne? Es ist richtig groß. Es gibt ja, es gibt ja alles mit Hanf. Mit Hanfextrakt und Koffein. Ich liebe Kaffee. Muss bleiben. Du bist ein bisschen am Glowen. Oh, hier haben wir ein paar mehr von. Pigmente. Genau, von Revolution Pure Pigments. Die einmal Dynamic. Sieht auch total süß aus. Ist echt, ich finde immer alles süß, ne? Ja. Antique. Ist mir auch wieder zu dunkel. Aber wenn man damit umgehen kann, glaube ich, sieht das auch echt schön aus. Dann brauchst du aber einen Glitterglue. Da kann ich euch empfehlen von NYX. Der liegt nämlich hier gerade so rum, ne? Der ist gut. Der ist gut, sagt sie. Der ist gut. Aber ich kann mit Pigmenten nicht umgehen. Ich glaube, Miss Curly Jen wird sich darüber freuen, weil das alles schön dann in ihre Wachse mit reinkommen kann. Oh, das und stimmt. Dann macht sie so schöne Glitzerwachse. Das ist auch eine richtig... Das ist geil, ne? Das ist auch echt eine schöne Farbe. Das ist... So ein Petrol, Schimmer, geil. Hauptsache glitzert, ne? Ja. Ach, ich bin dann ja manchmal echt ein bisschen traurig, dass ich damit nicht umgehen kann. Aber ja. Weil das ganze Gesicht dann einfach so aussieht, ne? Budni, Jolea, Totes Meermaske. Da wird sich auch eine von unseren Mädels drüber freuen. Es sei denn, du möchtest sie haben? Nee. Du hast ja das vorige Recht hier. Ach, das ist krass, ne? Das ist, das catcht mich gerade. Girls Can Be Crazy. Das Täschchen ist so geil. Lyric and Voltaire Perfumes. Ist aber was anderes drin. Ja, ich glaube auch, ne? Ja, ich hatte damals das Täschchen nämlich reingepackt und seitdem versuchen alle immer, irgendwelche Produkte zu finden, die genau da reinpassen. Das finde ich total cool. Terracotta Curlaine. Guerlain. Guerlain, da sind wir wieder, ne? In Light. So geil. Oh, wow. Das sieht ja auch echt super aus. Ja. Das ist ein Bronzer. Bronzer, ne? Oder ein Blonzer, weil das quasi Blush und Bronzer in einem ist, weil der ja auch so rötlich ist, ne? In Light. Clear Rose. Light Cool. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Und ja. Die Tasche ist... Also ich nehme den Bronzer, wenn du den willst. Ja, ach so, natürlich. Ja, also ich meine, in klein habe ich so einen ähnlichen, aber nicht den. Na, Gründer. Die Tasche, die ist echt süß. Ja. Ich finde was genau da reinpasst, dann kommt es wieder rein. Ist vollkommen in Ordnung. Okay. Hier habe ich von Spectrum Oceana Oyster Highlighter. Ein Austern-Highlighter. Spectrum ist eine coole Marke, die machen ja geile Pinsel, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Highlighter mir farblich passt. Ja, es ist erstmal so eine Verpackung, ne? Hui! Oh, das schimmert wirklich wie eine Austernperle, ne? Voll schön. Oh mein Gott, wir müssen ihn uns angucken mit Fingern. Ich weiß nicht, er ist geil. Ja? Der ist nicht so... Also ich hätte den ein bisschen stärker. Ja, der ist eher subtil. Der hat so Schimmer mit Rosa und so dabei. Ja. Den muss ich mal auf dem Gesicht ausprobieren, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Mittwoch. Na. Hier haben wir von Trend It Up die Face Lights Palette. Standardfarben. Mhm. Ist halt so Highlighter, na? Und Blushlighter und ja. Hm. Habe ich reingepackt, muss ich wieder rausnehmen. Oh. Da dumm. Und noch mehr Pigmente. Heidenei. She, Sparkle and Shine, Loose Glitter. Mhm. Also Miss Curly Wax wird sich wahrscheinlich freuen. Hier ist noch einmal in Gold. Krasses Zeug. Was haben wir hier? Oh, Ultimate Coverage Crease Proof Concealer von Revolution Pro. Das ist natürlich ganz geil, ne? Crease Proof C2. Sieht nach meiner Farbe aus. Ja. Wird ausgetestet. Sie Otto nehme ich nicht. Hier haben wir den Miracle Lip Gloss. Und ohne zu gucken kann ich sagen, ja, der ist von Rituals, genau. Genau, der ist von Rituals in Sunset Pink. Ich muss sagen, wenn das noch die sind, dann haben die so einen, haben die so einen kleinen Puff vorne drauf, ja. Genau, so. Und diese Applikatoren, ich finde die ja großartig. Echt? Ich finde die wirklich, also ich konnte damit immer gut arbeiten. Ich glaube, ich habe den auch als Lippenstift zu Hause. Ist eine krasse Farbe, aber ich muss sagen, die halten wirklich großartig. Die halten wirklich gut und lange und die sind nicht so
öselig auf den Lippen. Nicht? Nee, finde ich jetzt nicht. Okay. Du schon. Also ich habe den. Ich finde den Applikator aber furchtbar. Tatsächlich? Ja. Okay. Ja, kann ich kann, sie kann ich nicht. So, jetzt kommen wir mal zu einem witzigen Produkt. Balance Me Rose Otto Face Oil, 100% natürlich. Ist halt ein Öl, ne? Das soll einen ausbalancieren. Und ich nehme mir das raus. Also Balance Me ist ja eine super teure Marke, ne? Aber ich glaube, das kommt ganz gut tatsächlich auf den Stellen. Das ist aber mit einem Roller viel, ne? Roll ich damit über meine Mumu oder was? Das ist auch irgendwie von der Idee ein bisschen verrückt. Nee, ich mache mir das Rollervieh ab, aber ich werde den verwenden. Ja. Das Rollervieh. Das Rollervieh. Wer kennt's nicht? Hier haben wir von Revel de Loop ein Define and Fill Cozy Brush Eyebrow Pen in 02 Brunett. Das ist ja auch voll die abgespacede Bürste. Ja. Die ist krass, ne? Das sieht total cool aus. Kennst du noch diese Riesenviecher, womit man seine Foundation und so aufgetragen hat? Die auch so groß? Oh. Ja. Das ist einmal in klein. Das ist ja auch. Das finde ich ganz cool, dass dieses Gel, dieses gepresste Gel quasi, dass es auch so ein bisschen abgeschrägt ist, ne? Ja. So eine Tropfenform. Ja, ich glaube. Let's give it a try. Zu Eva Caramel Melange, die müsste ich aber auch noch haben. Nee, Quatsch, das ist die Highlighter. Guck mal, das ist eine Face Palette und nicht die Lidschatten Palette. Wow, die wurde geliebt. Tasting Experience und Everything is Cool. Was ist das für eine interessante Farbkombi? Weil das wäre ja der Blush und das wäre der Highlighter. Crazy. Oh, das Rosa ist auf jeden Fall richtig schön. Ja, ne? Aber wow. Donner. Donnerschlag noch einen da. Also, wenig ist das nicht, ne? Also ich finde den Highlighter halt einfach zu dunkel. Leider. Das könnte man vielleicht als Bronzer-Topper verwenden und den Highlighter als Highlighter oder Blush, ne? Aber ich nicht. Das Rosa finde ich ganz schön, ich glaube. Ja. Jo. Gib dem Rosa ein bisschen Liebe. Ich werde auch über jedes Produkt auf jeden Fall ein kleines Review an die Claudi geben. Das kannst du auf deinem Insta-Profil machen und dann könnt ihr ihr folgen und dann kannst du das erzählen. Oder bist du auch zur Beauty-Fluencerin? Ja, die Palette hatte ich mal, die ist jetzt aber leider zerbrochen. Ich werde da mal Ersatz für reinlegen. Das ist traurig, ne? Nee, da werde ich Ersatz für reinpacken. Ich brauche keine Tücher, ich habe meine Hose. Das ist der Oh La La Lip Liner in 308 Nutcracker. Oha. Der Nussknacker. Lass knacken, doch. Ist, so ein Stift. Hart. Süß. Ist das eigentlich immer so, dass hier auch die Anspitzer mit drin sind? Nicht immer. Manchmal machst du es einfach kaputt. Okay, dann lassen wir es lieber. Nee. So, Eva, Together We Shine, die Face Palette. Ich habe davon die Lidschattenpalette, glaube ich. Da hatte ich einen großen Bogen drum gemacht, weil ich gedacht habe, ach, brauchst du nicht auch noch haben, ne? Man merkt, brauchst du nicht. Aber es tut schon weh. Jetzt habe ich voll gesprochen. Oh Gott. Give it a chance. Mein Bauch hat geknurrt. Fass die mal an. Das ist echt schön, ne? Oh, die fühlen sich auch ganz toll an auf der Haut. Ja. Total leicht. Also schöne Töne definitiv. Schöne Töne. Ja. Aber ich glaube, das ist eher was für dich, weil du ja gerne so diese braunen Blushes auch magst. Aber jetzt habe ich mir gerade die andere mitgenommen. Ja und? Alles so, Eva. Vielleicht freut sich noch jemand anderes darüber. Na gut. Aber schön ist es schön definitiv. Sich auf jeden Fall. Und so weich, so sanft. Hier haben wir von DM ein Care & Color Lip Gloss mit Arganöl in 030. Trended Up. Ja, von Trended Up. Finde ich tatsächlich den Applikator ganz interessant. Ah ne, das ist gar nicht zum Drücken. Das wäre irgendwie zum Drücken. Aber auch sehr glitzerig. Aber schöne Farbe auf jeden Fall. Als Übergloss. Kannst mitarbeiten. Wir haben ja noch einiges an Pigmenten, das mache ich im Schnelldurchlauf. Rocking the Night, J-Cat, keine Ahnung, das ist so ein Silber. Das ist so ein Roségold, sehr grob. Das ist so ein Gold. Das ist so ein Weinrotschimmergedönsen. Ist nichts für mich,
Nee. Hier habe ich den Lipstick, Pro Lipstick Bare Untouched von Revolution Pro. So ein Nude-Tönchen. Mhm, finde ich auch sehr schön. Trage ich leider zu wenig Lippenstift für. Ja. Der hier kommt aus dem M. Asam Adventskalender Magic Finish Satin Lipstick Ruby Red. Den habe ich selber und den trage ich auch tatsächlich immer bei meinen Adventskalender-Unboxings. Geiles Tönchen. Oh, wow. Also gönnt euch hart, ne? Wenn ihr Bock drauf habt. Das ist ein wirklich, also in der Kamera sieht das wirklich orange aus, ne? Ja. Aber der ist nicht so orange, Leute. Ne? Der sieht Korall aus, ne? Ja, der ist schön von der Farbe her. Ein bisschen rot. Ein bisschen rot. Ein bisschen rot. Ein bisschen rot. So, und das letzte ist von Essence, der Melted Chrome. Ah, das ist ein Eyeliner. In Copper of Love. Ist schon, ja, Chrom halt, ne? Ja, nee. Sehr, wow. Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man zum Beispiel sich einen Augenlook schminkt und dann hier so nach oben hin und die Lidfalte betonen möchte. Ja. Ist, glaube ich, für Weihnachten eine ganz schöne Geschichte. Jo. Wenn es mal ein bisschen mehr glitzern soll. Festlich. Wir haben hier so ein riesen Ding, was ganz schön schwer ist. Die My Little X Estee Lauder Box Chasing Sunsets. Und dann gucken wir mal rein, was sich in der letzten Box hier befindet. Schön. Bare Minerals Bronzer in der Farbe Warms. Den hatte ich selber mal. Der ist eigentlich echt schön. Der riecht auch nicht so nach Maggi, wie meiner gerochen hat. Warum riechst du da dran? Ja, der ist sehr aschig. Ich finde den aber eigentlich ganz cool, ne? Aber nee. Von Physicians Formula habe ich so ein Brow Kit. Brow Last Long Wearing Brow Gel. Ich glaube, das habe ich auch da. Das ist von der Farbe her ganz geil, weil das halt so aschig ist. Und dann hast du einmal was zum Draufpinseln, also da ist auch ein Pinselchen mit dabei, so ein abgeschrägter Augenbrauenpinsel. Und dann hast du ein Spoolie mit dabei. Und das ist für wirklich schöne, natürliche Augenbrauen. Ja. Kommst du damit gut klar? Ich finde den Applikator, also den Spoolie, ein bisschen zu groß. Ne? Ich nehme dann immer meinen eigenen Spoolie. Komme ich besser mit klar? Ha, weiß ich nicht. Das ist ein Produkt, wo ich Angst vor habe. Dr. Severin for Women Body Sugaring Cleopatra. Ich glaube nicht, dass Cleopatra sowas verwendet hat, jetzt mal ohne Witz, oder? Au. Glaube ich nicht. Also ich bin ja hardcore unterwegs. Wenn ich irgendwie permanent oder so meine Haare entfernen möchte, dann epiliere ich ja. Eine Volumen-Styling-Creme mit Acai und Basilikum von Balea Professional. Oha. Ist jetzt, glaube ich, aktuell auch so ein Thema, aber Styling-Creme ist nichts für mich. My Little Beauty Gel Funky Fresh. Das ist ein erfrischendes Gelee irgendwie. Mm-mm. Nee. Ah, was haben wir denn da? Ein Armband von Sweet Deluxe. Mit Perlen. Auch schön. Ich liebe Perlen. Tatsächlich. Total süß. Cutie. Hier habe ich von Etude House ein Augenbrauen-Gedönsen Drawing Eyebrow in der Farbe Bright Brown. Den habe ich reingelegt. Den muss ich wieder rausnehmen. Ah, ich habe von M. Asam ein Magic Finish Satin Lipstick. Gucken wir mal, was ist das für eine Farbe? In der Farbe Almond. Wowsen. Hm. Und die von M. Asam sind wirklich toll. Schön. Also ich habe den da, ich finde den schön. Der sieht echt schön aus. Ja. Doch. Nimm. Give it a chance. Oh. Hier habe ich was von Elf drin. Mint Melt. No Budge Eyeshadow. Oh, das ist so ein Lidschattenvieh. Ja, das ist so ein minzig farbenes Ding. War auch aus dieser Mint Melt LE. Den kann man auch super als Base verwenden, wenn man zum Beispiel die Mint Palette verwendet. Aber ich bin kein Fan A von Creme Lidschatten und B von Mono Lidschatten. Deswegen muss der gehen. Also nicht bei mir bleiben. Bei mir darf er auch nicht einziehen. Süß, die Farbe gefällt mir. Das ist ein Parfüm von The Body Shop. White Musk Flora. Oh. Sehr sportlich. Das riecht aber geil, ne? Ich glaube, das passt auch eher zu dir. Danke. Aber sportlich passt nicht wirklich zu mir, ne? Zu mir auch nicht. Haben wir ja schon eben festgestellt. Jo. Der Bauch so, mag ich nicht. Anderes Parfüm. Es hat irgendwas als Unternote, was ich nicht geil finde. Hätte ich fast gesagt, salzig? Nee, da ist irgendwas, das
harmoniert nicht so ganz. Nee, ne? Nee. Irgendwas. Hauptsache erstmal immer. Der Bauch sagt nein. Nee. Und man soll ja auf den Bauch hören. Genau, das war jetzt das Bauchgefühl. eine Polar-Nachtcreme. Nein, eine Revitalizing Mask ist das. Also du kannst es quasi als Nachtmaske verwenden und über Nacht dann einwirken lassen und morgens Gesicht waschen sollte man ja so oder so. Vertrage ich leider nicht so. Ich habe ein Boost Eyebrow Duo von Kiko Milano. Kiko. Oh, schön. 04. Das sieht ja voll schön aus. Ich weiß nicht, da hat man halt zwei Seiten, ne? Deswegen Brow Duo, ne? Ah, okay. Einmal ein bisschen schwarz. Ist das schwarz? Ist das schwarz? Es sieht super dunkel aus. Mega. Also, das ist der Eyebrow Pencil und das ist der Eyebrow Maker. Wow, da kannst du dir Hammer. Noch so Haare reinmalen. Ah, okay. Mhm. Also geil. Hammer. Würde ich rausnehmen, wenn es meine Farbe wäre, aber 04 hört sich nicht nach dem an, was mir passen könnte. Die ist, glaube ich, auch schon eine ganze Weile am Rumlaufen, deswegen würde ich die jetzt auch einfach mal mit rausnehmen von Coris, die Hydra Biome Face Mask. Coris ist so eine griechische Marke und das ist halt wie griechischer Joghurt auf dem Gesicht, ne? Soll so Feuchtigkeit geben. Wie man das so von griechischem Joghurt halt kennt, ne? Mache ich grundsätzlich auch immer erst ins Gesicht. Und dann machst du dir ein bisschen Haferflocken drauf. Und dann ja, ich mache danach dann immer ein paar Flavor Drops mit da rein ja. Und dann ins Gesicht oder direkt halt drauf. Oder die Flavor Drops als Base geht auch und dann den Joghurt da drauf. Und das ist eigentlich eine ganz geile Geschichte. Okay. Ja, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen Morning-Routine. Nur den Harten kommen in den Garten. Ich habe ein Rose Spray Hydrating Facial Spray von Grace and Stella. Ich mag ja alles, was mit Rose zu tun hat. Ich finde, das riecht auch super, duftet. Kannst du super, habe ich schon aufgebraucht mal. Kann man auch super als Toner verwenden zum Beispiel, ne? Ich habe auch einen Rosentoner. Oha. Komme ich gut mit klar. Ich auch. Ja. Was ist das? Es ist grün. Green. Ah ja. Mask Stick von Elai Mai. Das ist dieses Ding, was ja auch hier in dieser Insta-Werbung und so war, wo die sich nachher dann hier Chiasamen einfach draufgepackt haben, hat Nicole auch ausgetestet und auch ein Video dazu online gestellt, so mit einem kleinen Augenzwinkern, ne? Das soll ja angeblich die Poren reinigen und so. Ja. Letztendlich macht das viel aber nichts. Oh, ich habe hier von MAC den Swiss Chocolate Matte Eyeshadow. Oh. Sieht auch sehr schön aus. Sehr dunkel. Ja, relativ. Würde ich so im Außenwinkel oder im unteren Wimpernkranz verwenden. Luna bei Luna, das habe ich letztens erst aufgebraucht. Aufgebraucht Video habt ihr letztens auch erst gesehen. Es ist quasi jetzt gerade online gegangen, während wir das Video drehen. das Brow Gel, das war in der Glossy Box drin, habe ich wie gesagt aufgebraucht. Fand ich okay, ne? Hat jetzt meine Augenbrauen nicht so festgetackert wie der 24 Hours Brow Setter oder so. Ist so, ne? Okay. Ich fand ich okay, aber war jetzt kein Schlüpperstürmer. Saffron London Waterproof Black Coal Eyeliner Pencil 2. Klingt schon mal sehr dunkel. Und ich soll recht behalten. Also Eyeliner kann ich nicht. Hier haben wir von Model Co. wieder so ein Liquid Eyeliner Eyeshadow bla. Liquid Metal Eyeshadow und das ist die Farbe Champagne. Ja, den hatte ich auch schon mal und der läuft mir so dermaßen in meine Lidfalte rein. Also, nee, der sammelt sich hier so schön. Nee. Eyeshadow Stick von Colourpop. Ach, guck. Süß. In Cool. Cool Breeze Metallic. Geile Farbe. Wahnsinn. So ein richtig geiles Gelb-Gold. Gelb-Gold, genau. Genau das wollte ich sagen. Oh. Gold. Golden. Jetzt räumen wir hier ein bisschen auf und dann zeigen wir euch gleich mal, was wir behalten werden. Ja. Zuallererst habe ich die kaputte Palette rausgenommen, die wird ersetzt werden. Das Duschgel von M. Asam. Concealer von Revolution Pro. Das Spectrum Highlighter. Chorus Maske. M. Asam Parfüm. Balance Me. Kibati. Butni Maske. Alverde Maske. Hanf Booster. Rival de Loupe Maske. Zodiac Palette. Alter, es eskaliert hier. Belle Essence Hyaluron Power 2 Tageskur. Fluffel. Diverse Tees aufgrund von Hals und Rachen. Diverse Sommerküsschen aufgrund von euch lieb's.
Raffaello, Säckchen. Etüdhaus, weil raus. Alverde Deo, weil ne? Ersetzen. Deo. Shampoo von My New Hair. Diverse Säckchen und Schleifchen. Guerlain, noch ein Säckchen. Style Blush, London, Glossybox, was wird ersetzt? Hair Dr. Magic Mousse Shampoo. Hair Dr. Leave-In Fee. Eucerin wird ersetzt. OPI Nagellack, weil der fetzt. Voll der rein. Oh nein! Oh. 5 Wachse von Miss Curly Wax. Die Douglas Foundation, vor der ich ein bisschen Angst habe aufgrund ihrer Farbgebung. Pat McGrath Labs Powder. Trend It Up Lights Face wird Face Lights wird ersetzt. Kaputte Ampulle. Das war's. Ja. Ich habe mir von Fix & Rouge die Hydro Matte Pore Correct Cream mitgenommen. Bella Pia Cosmetics Mineral Blush. Dann die BB Cream. Genau, so ein Daily Ding von mir, von Balea Med, weil ich das wirklich mega gut vertrage. Einen Brow Pen von Rivel de Loop. Ein Dior Homme. Für Schatzi. Ja. Dann habe ich von Miro das Ulala Eau de Parfum. 71 Sun Protection. Auch für Mucki. Und Mucki. Dann das Banana Shower Gel. Barbie. Von Essie. Ja, dann eine Haarmaske von Rescue Me. Fluffy. Und ein M.A.S.A. Magic Finish Satin Lipstick. Die Zoeva Caramel Melange. Und ein Eukalyptus in Spearmint. In süß. Herzchen kann man jetzt leider nicht so gut erkennen. Für die Badewanne. Also nicht für die Badewanne, aber zum Riechen. Und noch ein Essence Shine and Go. Legally Pink. Und eine Cosmopolitan. Yay! Yay. Ja, mega krass. Also wir haben auf jeden Fall gut ausgeräumt und aufgeräumt. Ich werde noch ein bisschen auffüllen, damit ja quasi dann die Mädels sich auch wieder freuen können. Antje ist als nächstes dran. Und ja, ne? Ein Film in Spielfilmlänge. Ich guck mal, wie ich das geschnitten bekomme, aber ich glaube, wir sind bei 3 Stunden ungefähr. 2,5, so den Dreh. Oh. Läuft. Ja, viel Spaß. Ihr habt schon geschaut. Nein. Viel Spaß, wenn ihr zu Antje geht und da mal vorbeischaut. So, die wird nämlich dann auch sehr bald das Paket bekommen, unboxen und euch zeigen, was da so alles drin ist. Noch vorhanden ist, keine Ahnung. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Trash-Paketen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, auf meiner Rübe, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!